Der eindeutige Gewinner der Corona-Krise ist der Onlinehandel. Und jetzt, wo das Weihnachtsgeschäft losgeht, ist es auch für regionale Geschäfte wichtig, beim digitalen Versandhandel mitzumischen. Deshalb ist in Zusammenarbeit mit EcoPlus, der Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, eine eigene Plattform entstanden, auf der sich gerade die regionalen Händler registrieren können. Schon länger konnten sich der Einzelhandel und klein- und mittelständische Unternehmen in Niederösterreich auf dem Online-Portal Regional Einkaufen registrieren, um ihren Internethandel zu forcieren. Jetzt, wo das Weihnachtsgeschäft beginnt, ist das Ganze noch etwas kundenfreundlicher adaptiert worden. Die neue Plattform heißt weihnachten-aus-noe.at und soll den Kauf regionaler Produkte ankurbeln. Daher ist das Weihnachtsgeschäft gerade im Corona-Jahr 2020 wichtiger denn je. Und mir ist es daher ein Anliegen, die Handelsunternehmer und die regionalen Produzenten anzusprechen und zu motivieren, online noch aktiver zu werden. Laut einer Umfrage der KMU-Forschung werden fast 90% der Niederösterreicherinnen heuer Weihnachtsgeschenke kaufen und dafür durchschnittlich 380 Euro ausgeben. Mehr als ein Drittel wird die Gaben unter dem Weihnachtsbaum im Internet bestellen. Gerade beim Weihnachtsgeschäft ist der internationale Onlinehandel natürlich besonders spürbar. Und wir wissen, dass mehr als die Hälfte des Onlinehandels ins Ausland abfließt, wo bei uns in dieser Republik, in Niederösterreich, weder Wertschöpfung bestehen bleibt, noch dadurch Arbeitsplätze entstehen bzw. gesichert werden können. Dabei umfasst alleine in Niederösterreich der Einzel- und Großhandel fast 13.000 Betriebe, die normalerweise in den Wochen vor Weihnachten ihre größten Umsätze machen. Und das soll auch so bleiben. Allerdings gibt es beim Onlinehandel keine Landesgrenzen. Deshalb ist es für die regionalen Unternehmen gerade jetzt wichtig, im Netz sichtbar zu sein. Unsere Gründeragentur Ritz Up bietet daher in den kommenden Wochen zusätzliche kostenlose Angebote. Webinare zum 1x1 des E-Commerce, Online-Marketing. Gleichzeitig werden individuelle Trainings angeboten und eine eigene Videoserie zum Thema E-Commerce kann abgerufen werden. Das Erstellen einer Website ist leicht, aber nirgends ist die Konkurrenz größer als im Internet. Auch die meisten stationären Händler brauchen eine professionelle Webseite, eine Suchmaschinenoptimierung und eine Kommunikation über Social Media. Aber nicht nur das nötige Know-how wird vom Land Niederösterreich zur Verfügung gestellt, auch finanziell wird den Betrieben unter die Arme gegriffen. Um Betriebe bestmöglich in ihren Digitalisierungsprozessen fördern zu können, haben wir heuer und im kommenden Jahr insgesamt 20 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung gestellt. In Summe können so bis zu 1200 Betriebe aus Niederösterreich bei ihren Vorhaben unterstützt werden und sich jeweils bis zu 53.300 Euro abholen. Und profitieren soll davon natürlich der Kunde, der nicht bei Amazon und Co. bestellen muss. Wir wollen einfach den Konsumentinnen und Konsumenten eine faire, sichere und heimische Alternative anbieten können. Und deswegen auch unsere Initiative Weihnachten aus Niederösterreich, wo wir dem internationalen Onlinehandel die Stirn bieten wollen. Also einfach auf www.weihnachten-aus-niederösterreich.at klicken und regional kaufen.